was sagen, Micha? Und der wichtigste Gang ist immer der zur Toilette. Was genau? Die sagen, die wäre zu lang. Ist zu lang. Oh, Leute. Laura verliert die Fassung. So unangenehm. Manchmal ist es so, dass meine Freundin meine Nasenspitze mal anhebt abends. Die Nase muss weg. Sie sind ja Sänger. Ha, das war so witzig. Nicht, dass wir ihre Stimme verändern. Willkommen zu Laura und der Wendler. Jetzt wird geheiratet. Heute geht es dem Wendler an den Zehnten. Er legt sich unters Messer. Für seine Hochzeit will er schön sein. Damit wäre auch die Frage vom Tisch, wo Wendlers Nase in der Hochzeitsnacht schlafen muss. Das finde ich so gut. Der Letzte, der so an seiner Nase hat rumfuschen lassen, ich glaube, das war Michael Jackson. Wobei, der Vergleich hinkt natürlich. Michael soll ja was mit Minderjährigen gehabt haben. Der Wendler wird heiraten. Auf dem Weg dahin muss er allerdings noch das ein oder andere Hindernis aus dem Weg räumen. Heute eine gekrümmte Nasenscheidewand. Oder, wie Willi Herren sagen würde, eine gekrümmte was? Die eigentliche Frage ist ja, warum lässt er sich nicht seine Stimmbänder richten? Die hätten es im Gegensatz zu seiner Nase wirklich nötig. Ich habe ein großes Problem. Moment, der Wendler hat kein Problem, er selber ist das große Problem. Und zwar meine Gesangsstimme. Und zwar bekomme ich sehr schlecht Luft. Dazu kommt noch, dass die Ästhetik der Nase bedingt dazu beiträgt, dass ich sehr nasal spreche. Und ich wollte mal einfach den Arzt fragen, was man da machen kann. Kriegst du eine Katzenmaske drauf? Der Wendler hat Glück. Er ist heute der Erste, der in die Praxis kommt. Ne? Und wir wissen es, der als Erstes kommt, darf sich immer das Schönste aussuchen. Laura ist dann wohl als Letzte in den Raum gekommen, als sie den Wendler kennengelernt hat. Auf den Punkt gebracht. Es ist ein medizinischer Eingriff mit kosmetischem Beigeschmack. Kosmetischer Beigeschmack oder wie der Wendler sagen würde, eine sehr gute Chance, seinen schlechten Geschmack ausnahmsweise mal nicht in Strassstein-Shirts von Philipp Plein zu stecken. Es gibt bessere und schlechtere Tage. Und manchmal ist es so, dass meine Freundin tatsächlich so ein bisschen meine Nasenspitze mal anhebt abends. Und das kann natürlich kein Dauerzustand sein. Am besten zwei von vorne und zwei von hinten. Moment, sie hebt nachts seine Nase an. Ich entschuldige mich hochoffiziell bei Laura Müller. Ich wusste wirklich nicht, dass sie einen Gabelstaplerschein gemacht hat und damit offensichtlich was gelernt hat. Okay. Und ich empfinde dann sofort eine Verbesserung. Ich mache für mich ja alles gerne. Also wenn ich ihm die Nase halte, dann nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es gerne mache für ihn. Alles andere wäre aber ehrlich gesagt für eine Beziehung auch ein absolutes Armutszeugnis. Wobei, woher will Laura wissen, was ein Zeugnis ist? Laura, Armutszeugnis, mehr oder weniger eine Umschreibung von Michas Lebenslauf. Wir sind ja derzeit überhaupt nicht erkältet, ne? Nein. Also man hört dieses Nasale schon raus, also okay. Es ist keine Einbildung. Nur die Frage ist, Sie sind ja Sänger, nicht, dass wir Ihre Stimme verändern, wenn dann die Nasalität weg ist. Wo können wir für die OP unterschreiben? Nein, Michael ist natürlich nicht erkältet, krank ist er trotzdem. Und der Arzt ist ganz offensichtlich ein Fachmann. Ne? Er erkennt das Problem, wie ein durchschnittlicher Bordellgänger Bert Wollersheim erkennt. Also ich weiß, ich habe so den Eindruck, dass es mal besser war und dass es jetzt immer schlechter wird. Mir fällt immer wieder auf, bei Ihnen ist es auch sehr schön, bei Laura auch. Ich habe hier so eine starke Eindeulung, kann man das so sagen? So eine. Sorry, aber manchmal duzt der Wendler den Arzt, jetzt hat er ihn wieder gesiezt. Naja, wobei, ist auch nicht so schlimm. Das passiert der Laura bei ihrem Baby ja auch immer wieder mal aus Versehen. Also, ich bin mit meiner Nase total zufrieden. Andere Leute stoßen sich immer an meiner Nase. Die sagen, die wäre zu lang und zu hässlich. Ist mir vollkommen egal. Andere sind durch ihre Nasen weltberühmt geworden. Das muss man auch mal dazu sagen. Andere sagen, die Nase ist zu lang und zu hässlich. Na, mit anderen Worten, dein bekanntes Foto, nur eben mit Nase anstatt mit einer Nase berühmt geworden. Aha, gilt das auch für das Sommerhaus der Stars? Aber wobei, wenn ich mir jetzt mal die vergangenen Staffeln so anschaue, die einzig Prominenten, die auch wirklich jeder erkennt, sind einfach Michaela Schäfers Brüste. Wie geht's jetzt weiter? Wir würden jetzt mal Fotos machen von der Nase. Ja. Kopf nach hinten. Perfekt. Also ich bekomme gleich eine Simulation, so dass ich sehen kann, wie die Nase aussehen könnte. Ja. Wahnsinn. Jetzt machen wir ein Foto von der Seite. Besser bekannt auch als Himalaya-Aufnahme, also bei mir zumindest. Jetzt wird einem also hier am Computer das perfekte Ergebnis gezeigt. Das Resultat verhält sich zur Simulation wie Bauersuchtfrau zu einem Landwirtschaftssimulator mit ein bisschen. Es soll sich also ziemlich ähnlich sein. Das hoffen wir auch. Ich glaube, einem schönen Mann kann nichts entstellen. Und ich glaube, dass der Micha auch mit neuer Nase gut aussehen wird. Und dass er noch singen kann. Immerhin hat der Sprecher nicht gut singen gesagt. Gibt es eigentlich weitere Vorher-Nachher-Bilder von Promis? Bauer Uwes Nase, sowas wurde daraus? War ziemlich perfekt, oder? Cool. Schief. An der Spitze. Führende. So, bis hier sieht ja alles gut aus eigentlich so, ne? Nein. Ja. So, und dann ist da, da,
wenn wir die Nase verkleinern und operieren, dann... Aber das hängt auch so rüber, ne? Wie so ein Beutel. Schmal, lang, recht dämlich, kommt mit wenig Sauerstoff zurecht. Seine Nase passt jedenfalls perfekt zu seiner zukünftigen. Traumpaar Mate beim RTL. Die sind auch zu weit oben. Klar, da ist bei Micha mal irgendwas weit oben, dann lässt er sich das gleich wieder entfernen. Oh Mann. Also, sie haben ziemliche Asymmetrien in der Nase. Wir versuchen das perfekt hinzubekommen, aber das ist halt... Die Ausgangsvoraussetzung ist nicht so einfach. Und wenn ich jetzt mich selber hier auf dem Monitor betrachte, dann denke ich, ich bin der hässlichste Mensch der Welt. Ja. Ich fühle mich jetzt pottenhässlich. Das klingt irgendwie nach dem Wikipedia-Eintrag von Jotta nach seiner Mobbing-Attacke. Micha denkt ganz plötzlich vor lauter Nase, er müsse wirklich richtig gute innere Werte haben. Oder warum hält Laura dann zu ihm? Keine Sorge, Micha, ist natürlich Quatsch. Da kommen einem fast die Tränen. Guck dir das mal an. Vorher und nachher. Wenn ich die Spitze noch ein bisschen anders machen würde. Kürzen, ne? Mhm. Ist noch ein bisschen zu lang. Ich habe so viel auch, dass die noch zu lang ist. Meine. Das Männliche ja, ist das schöner. Ja, das ist männlicher. Ne? Und das ist dieses ja. Weibliche. Ist nicht schön, der Pinocchio. Also wie Lauras Lieblingsserie zum Einschlafen. Na, Laura hat gestern Nachmittag mit ihren Freunden übrigens auch eine Simulation ihres Traumhauses angefertigt. Das ist richtig schön geworden. Ich habe mir gedacht, wenn er schon dann rumschnibbelt, dann kann man die Nase auch noch ein bisschen verschönern. Ich hoffe, dass das ausreicht, dann auch Laura zu halten. Ich habe keine Ahnung, ob ich nachher besser oder schlechter aussehe. Immerhin bleibt ihm die Überraschung erspart, dass er nachher alt aussieht. Na, aber wir können das natürlich alle nachempfinden. Nachher schlechter aussehen als vorher, das kennen wir natürlich alle noch von Desiree Nix. Make-up-Session bei Promis unter Palmen. Vielleicht verliert er wirklich am Ende hier alles. Damit kennt er sich ja super aus, kein Thema. Der Tag der OP. Michael ist nüchtern, hat seit 10 Stunden nichts getrunken. Das ist ja Katastrophe. Und Laura ist besorgt. Kannst du mich wieder abholen? Schatz, die muss wieder aufwachen. Ja. Ich hab voll Angst. Nein. Ich bin die Einzige, die hier gerade Panik schiebt. Nein, musst du nicht. Keine Sorge, dass der Wendler nicht aufwacht, das ist genauso unrealistisch wie Bikini-Streifen bei Michaela Schäfer. Heute kriege ich super Luft. Warte, das ist super, aber besser Luft als gestern. Oh Gott. Gestern war alles zu. Verrückt, ne? Das ist eine Operation mit Vollnarkose und natürlich gibt es Risiken. Ich kann auch nicht mehr aufwachen, das ist ja auch schon oft passiert. Das weiß ich alles. Das muss man natürlich so sagen. Klar, gibt es große Risiken. Er wacht auf, weiß von nichts, sein Kiefer ist vielleicht ausgerenkt oder sogar gebrochen. In Köln nennt man das CSD. Naja, jetzt kann Laura dafür schon mal üben, so für in 5 oder 6 Jahren. Das ist der Zeitpunkt, wo Laura sich dann verabschieden muss. Oh, Schatzi, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wird mein ganzer Körper desinfiziert? Rasiert. Oh Gott, bitte nicht. Eine Ganzkörperrasur oder wie es bei der Schwiegertochter gesucht Redaktion heißt, ein unvollendetes Lebenswerk. Aber richtig süß hier. Der Michael verabschiedet sich von Laura wie Eltern von ihrem Kind, wenn sie in den Kindergarten muss. Wirklich. So, die Unterhose habe ich jetzt auch einfach angelassen. Ja, ne? Wunderbar. Perfekt. Für den Bart brauche ich keine, ne? Nee. Sehr schön. Ich nicht so lange wie bei mir. Hast du noch was zum Einschließen? Ja, das Handy kann jetzt, glaube ich, weg, ne? Wir wissen natürlich ganz genau, warum der Arzt hier dem Wendler so über die Schultern schaut und den Code haben möchte. Er will natürlich überprüfen, ob er das Bild hier wirklich auf dem Handy hat. Die Operation ist auf 2 Stunden angesetzt, doch sie wird fast doppelt so lang dauern. Ja, jetzt kommt ja das Schöne. Also Pixar war ja gerade schon. Das war das Schlimmste. Es ist wirklich verrückt, ne? Wenn wir jetzt nur noch den Arm mit den Einstichlöchern hier sehen würden, ich wüsste schon wieder nicht, ob das jetzt der Micha oder der Menowin Fröhlich ist. Zahlt der Micha das eigentlich hier in bar? Klar, wie auch sonst, wenn man vor lauter Schufa-Einträgen und Schulden kein Konto mehr eröffnen kann. Jetzt werden die Augen gleich schwer. Denk an was Schönes. Und dann tief Luft. Die Playlist. Michael Wendler Playlist. Sonst gibt es keine Operation ohne Musik. Und in dem Fall passt es ja, wenn er mit seiner Musik schläft. Es könnte der erste Härtetest für die Narben sein. Halten Sie erbrochen im Stand? Die spielen hier wirklich ein Wendler-Album. Wenn ein das erwartet, wenn man zu früh aus der Narkose aufwacht, da wollte ich ehrlich gesagt auch bewusstlos bleiben. Ja, die Nase ist so ein bisschen steif gewesen an den Stellen, wo ich eingespritzt habe. Das sind immer so verdächtige Zeichen an Voroperationen. Davon hat er jetzt nichts erzählt. Kann ja sein, dass es auch sehr lange zurückliegt. Moment. Das heißt, er hatte schon mal eine Nasen-OP. Vielleicht sollte man den Schönheitschirurgen einfach mal verklagen. Wobei, dann wüsste Michaela Schäfer wahrscheinlich auch nicht mehr, wo sie hingehen soll. Wenn Micha genauso treffsicher ist, wie er hier ehrlich beim Vorgespräch war, müssten wir uns immerhin keine Sorgen um Nachwuchs machen. Es war das schlimmste Gefühl, nachdem ich Michael abgegeben habe, quasi in Händen von anderen Ärzten. Michael hat uns gestattet, dem Eingriff beizuwohnen.
Und auch Dr. Dagdelen steht vor einer größeren Herausforderung als gedacht. Viele haben natürlich gefragt, warum macht der Wendler das mit? Das ist ja ein totaler Ausverkauf der Seele. Klar. Also die meisten machen natürlich bei so einer Sendung mit, weil sie dann mindestens mal für den Monat Juni ein Dach über dem Kopf haben. Der Eingriff ist komplizierter als gedacht. Jetzt muss dem Schlagersänger noch der Knochen am Oberkiefer gebrochen werden. Es wird gesaugt und gestopft. Kurze Frage, wir sind hier schon beim Wendler und nicht beim Jota, oder? Achtung, Verwechslungsgefahr. Ne? Brechen, bis der Arzt kommt und brechen, weil der Wendler kommt. So, wir vor einer Sommerhaus der Star-Staffel. Laura ist fertig. Sieht aus wie das blühende Leben. Und wir nach einer Sommerhaus der Star-Staffel. Michael ist fertig. Sieht aber aus wie nach einer Kneipenschlägerei. Super, perfekt. Weiterhin. Die OP ist fertig, ne? Doch, die ist fertig. Glaubt das gerade. Micha, OP ist fertig, kannst du aufwachen. Und einmal tief Luft holen. Möchtest du was sagen, Micha? Ja, war schön. War schön, war schön. Okay. Sätze, die er so noch nie von Laura gehört hat. Ja, na, da riecht es natürlich leicht modrig, ist auch klar. Das ist dann wahrscheinlich die Praxis, in der Patricia Blancos OP-Reste gelagert werden. Was Lob nehmen wir dankend an. So, wir bringen dich jetzt zu deinem Bett. Der Wendler völlig vernebelt. Aber er lebt. Michael ist so weggedröhnt und voller Medikamente. Oder wie Willi Herren sagen würde, Frühstück. Laura will zu ihrem Verlobten. Sie hat immer noch keinen Schimmer, wie es ihm geht. Oh Gott. Ja? Ja. Entschuldigung. Okay, ja? Laura muss warten. Was? Meine Frau. Und verliert die Fassung. Hat sie etwa kein WLAN für Instagram oder warum geht Laura hier gerade so ab? Es sind echt ziemlich wenige Leute im Aufwachraum. Das ist ein bisschen ranzig in Lauras Augen. Oder wie es auch heißt, Fenneteria von Dani Büchner. Ja, war halt schlecht gelaufen, würde ich sagen. Dieses Fingerspitzengefühl, da hat so ein bisschen die Menschlichkeit gefehlt. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Wir sind doch hier beim RTL, Vox und TV Now. Ne, es gibt halt einfach Leute, die kein Herz haben. Dann gibt es noch Michaela Schäfer, die Herz hat. Ich darf ihn noch nicht sehen, deswegen. Noch nicht sehen? Wollen Sie ihn sehen? Ja? Ja. Ja. Sollen wir warten oder sollen wir gleich reden? Wir waren eben drin und sie meinte, wir dürfen noch nicht. Auch ihr dämmert jetzt, dass der Eingriff alles andere als ein Kinderspiel war. Womit sich Laura dann sonst ja auch auskennen würde. Selbst Michas klein operierte Nase ist größer als ihr Gehirn. Das ist einfach nicht schön, wenn man den sehen möchte und dann das nicht darf. Man möchte natürlich dann auch in den Arm nehmen. Er ist ja auch allein, deswegen. Ja. Hallo, Süße. Hallo. Oh Gott. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Man kennt es ja, wenn Leute nach der OP einfach noch völlig benebelt sind und irgendeinen Quatsch reden. Er war hier jetzt natürlich einfach isoliert, immerhin nur für ein paar Stunden. Für Carina Spacks eine Gehirnzelle ist das ein Dauerzustand. Weiß nicht, wie ich mich jetzt als Krankenschwester bewährt habe. Ich glaube, da muss man ihn fragen. Ich kann natürlich nur das machen, was in meiner Macht steht. Er sah furchtbar aus. Er tat mir so leid. Er sah aus, als hätte er sich irgendwo geschlagen, ja, mit irgendwelchen Leuten. Aber es ist schlimm. Wenn das Äußere der Spiegel deiner Existenz ist. Wobei, man muss natürlich auch sagen, Michas Pflegerin hier ist ziemlich hart zu ihm. Und der wichtigste Gang ist immer der zur Toilette. Und ich bin hier kein Sitzer, also so Toilettensitzer. Ich muss immer stehen und das hat super geklappt. Ja, also eine Sekunde. Das heißt, also auch beim Michael muss immer stehen. Misha von auf allen ist wirklich ziemlich neidisch. Dann bleibt es dir eigentlich überlassen, ob du bleiben möchtest oder gehen möchtest. Okay, perfekt. Wenn Kreislauf alles stabil ist, wenn der Blutdruck in Ordnung ist, der Puls in Ordnung ist und überhaupt keine Übelkeit vorhanden ist. Wenn dann jemand bitte die Wendler-CD hier aus dem Player nehmen könnte, ganz eventuell klappt das dann. Gibt es denn noch irgendwas Besonderes, was im Laufe der OP passiert ist? Ja, die Nase war ziemlich vernarbt innen drin. Die hat schon eine Vorgeschichte gehabt. Da waren verschiedenste Techniken und Nähte drin, die nicht da unbedingt reingehören. Oh Gott. Okay. Ja. Dann? Ja, die Vorgeschichte von Wendlers Nase hat offensichtlich mehr Inhalt als alle Wendler-Songs zusammen. Aber Leute, hoffen wir mal, dass es gut geht. Ich meine, wir haben alle die Panik in Laura Müllers Augen gesehen. Klar, die hat natürlich Angst, dass sie all die Schulden erbt. Und wie gefällt euch Babys neue Nase? Ich liebe eure Kommentare und freue mich schon sehr drauf. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da und ganz wichtig, Glocke aktivieren. Und ich freue mich über einen Daumen nach oben. Hier soll Laura singen und es ist wirklich Aua. Hier gibt's auch eine Beauty und ein Nerd. Es ist Trash der Superlative. Klickt rein. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
und bis ganz bald. Ciao.